Schönen guten Tag und willkommen bei Häuslichkeit ist schön. Heute möchte ich Ihnen gerne von Takesu Ryuichi einige Haushaltsregeln, Haushaltsgebote oder häuslichkeitsnützliche Hinweise, wie er sie so schön gerne nennt, demonstrieren. Fangen wir auch am besten gleich mal an. Sie kennen das doch bestimmt. Wenn Teppiche zu stark verfusselt sind, um sie mit herkömmlichen Staubsaugern zu bearbeiten. Das geht natürlich nicht. Man kann sie nicht so lassen. Deshalb empfehle ich Ihnen einen stinknormalen Scheibenwischer oder Fensterputzer oder wie man das Ding hier so schön nennt. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Ich werde bloß dafür viel zu Zeit hier zu sitzen und irgendwelche Scheiße zu labern. Nehmen Sie auf jeden Fall dieses Ding und schrubben Sie damit über den Teppich. Sie werden sehen, ruckzuck entfernen sich die Fusseln wie von selbst und werden locker. Nach minutenlangem Schrubben über den Teppich haben Sie das bestimmt so ein Häufchen zusammengekauft, diese ganzen Fusseln und so. Nachdem das erledigt ist, können Sie es ganz leicht mit dem Staubsauger entfernen. Sehen Sie, so einfach ist das und ruckzuck ist der Teppich wieder so gut wie neu. Das war Haushaltsregel Nummer 25 von Takesu Ryuichi. Haushaltsregel Nummer 72. Dekoration macht die Häuslichkeit erst wirklich schön. Wie zum Beispiel jetzt zur Weihnachtszeit. Kommen Sie doch einmal mit, ich möchte Ihnen zeigen, wie bei uns dekoriert wurde. Hier sehen Sie zum Beispiel jede Menge Krimskrams aus dem Hause Santa Claus. Ich werde Ihnen jetzt am besten demonstrieren, wie man dies am besten im Zimmer verteilen kann, so dass es auch wirklich schön weihnachtlich aussieht. Aber zunächst möchte ich Ihnen gerne einmal dieses Prachtexemplar näher bringen. Ein kleiner Engel, wie Sie sehen, auf einer Schneekugel. Aber oh, sieh da! Was ist das? Die Schneekugel kann leuchten! Ein wirklich faszinierendes Meisterwerk. Nicht wahr? Wie Sie sehen können, hat hier schon mal jemand vordekoriert. Ein Weihnachtsbaum, der etwas leicht verkrüppelt aussieht. Ah, noch ein Weihnachtsbaum, der eine Kerze ist. Sehen Sie hier? Eine Kerze. Und noch ein anderer Weihnachtsbaum. Der leuchten kann anscheinend. Moment, ich zeige Ihnen am besten einmal, wie er leuchtet. Sehen Sie da? Er leuchtet. Das ist doch faszinierend, nicht wahr? So, und nun wird es Zeit für diesen Engel hier, einen Platz zu finden in diesem Raum. Aber wohin nur? Man könnte etwas von diesen Dingern entfernen. Weil es nicht wirklich weihnachtlich passt, vor allen Dingen der Totenkopf passt doch eher mehr zu Halloween-Zeit anstatt zur Weihnachtszeit. Aber was sollte man machen? Ach genau, man stelle ihn einfach dazwischen. Schön, nicht wahr? Sehen Sie sich doch immer an, er ist so glücklich. Nun folgt eine kleine Werbeunterbrechung. Nur ein Spot und dann geht es weiter. Ich bin Matsuoka Ren. Ich bin ein Schwimmer. Das Wasser ist mein Element und meine Leidenschaft. Ich habe keine Angst vor dem Wasser. Ich bin ein Sportass, ein Schwimmass. Was gehört zu einem Schwimmass? Nun, eine ausgewogene Mahlzeit. Zwei Scheiben Toast mit Duo-Schokolade und Salami. Dazu Kelloggs mit Milch und ein Glas Milch. Ein Apfel geschnitten. Aber am wichtigsten sind für mich immer noch meine Haare als Sportler, als Schwimmers. Meine Haare müssen immer nur das Beste bekommen und darum benutze ich Renier. Das beste Haarwaschmittel, das es gibt. Renier. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Häuslichkeit ist schön. Glaube ich jedenfalls, dass der Name so heißt. Wie gesagt, ich werde dafür nur bezahlt, hier zu sitzen und irgendwelche Scheiße zu labern. Kommen wir nun zur nächsten Regel. Haushaltsregel Nummer 36. Berge von Abwasch kann keiner leiden. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man auch keine Spülmaschine sein eigen nennt. Das kann nämlich richtig zur Last fallen, sage ich euch da. Darum empfiehlt Takesu Ryuichi mit der Haushaltsregel Nummer 36 folgendes. Wenn Abwasch produziert wird, sofort abwaschen. Dann hat man nämlich immer was da und es häuft sich nicht an.
Es ist doch wirklich sehr schön, diese Regel, nicht wahr? Einfach wunderbar! Takasu Ryuji ist ein Genie seines Faches. Oh ja! Und das war's bei Häuslichkeit ist schön. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Mir hat sie nicht gefallen. Und beim nächsten Mal mit Takasu Ryujis Haushaltsregeln sehen Sie, wie man Socken faltet. Können Sie mich jetzt feiern?